So, kommen wir nun zum zweiten Abschnitt im Lukas-Evangelium in Kapitel 14, die Verse 15 bis 24. Es ist das Gleichnis vom großen Abendmahl. Und wie wir wissen, erfordern Gleichnisse, Allegorien oder Fabeln eine besondere Aufmerksamkeit beim Bibelstudium. Gleichnisse sind ja eine Form bildlicher Sprache, die auch Vergleiche beinhalten können. Und wir sehen dann solche Aussagen häufig wie, das Reich der Himmel gleicht oder mit dem Reich der Himmel verhält es sich wie. Und dann kommt das Gleichnis. Und die Gleichnisse Jesu sind für seine Zuhörer immer sehr leicht zu verstehen, weil es meistens Begebenheiten sind, die aus dem Alltag kommen. Ja, wir finden geschäftliche Elemente wie Fischer, Kaufleute, Geld, Zinsen, Gläubiger, Meister, Knecht. Wir finden aber auch häusliche Elemente wie Häuser, das Bodenkern, Schlafen, Essen, Weinschläuche oder auch spielende Kinder. Und wir finden auch gesellschaftliche Ereignisse wie Hochzeiten, Brautjungfern oder auch Gastmähler. Sie enthalten alle Spannungen, einfache Handlungskonflikte, Gegensätze und in einigen Fällen auch Übertreibungen. Gleichnisse haben somit die Eigenschaft, unangenehme Wahrheiten klar, aber doch vertraut zu vermitteln. Wie zum Beispiel, wenn wir uns erinnern an Jonathan, der David mit dem Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Mann der Sünde überführt. Und Jesus selbst nennt uns auch den Grund für seine Gleichnisreden. Zum Beispiel, nachdem ihn die Jünger nach dem Gleichnis vom Seemann fragen, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Und Jesus dann in Vers 11 antwortet, weil es euch gegeben ist, die Gleichnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Und John MacArthur schreibt in einem seiner Bücher, in dem Buch über Gleichnisse, Folgendes dazu. Während die Gleichnisse die Wahrheiten für diejenigen, die dafür offen sind, verdeutlichen und illustrieren, haben sie genau die entgegengesetzte Wirkung auf diejenigen, die Jesus ablehnen. Die Symbolsprache verhindert die Wahrheit vor allen, die nicht das aufrichtige Verlangen haben, herauszufinden, was Jesus wirklich sagen möchte. Aus diesem Grund hat Jesus diese Lehrmethode gewählt. Auf dieser Weise vollzieht sich das göttliche Urteil gegen diejenigen, die seine Lehre mit Verachtung, Unglauben und Gleichgültigkeit begegnen. Zitat Ende. Das ist das Ergebnis von Jesu Kommen in diese Welt. Für alle, die ihn verachten und ihn ablehnen, wie wir es vorhin schon gehört haben. Aber es blieben nicht alle Gleichnisse von den Menschen verborgen, denn manchmal heißt es ja, nachdem Jesus ein Gleichnis erzählt hat, und sie verstanden, dass er von ihnen sprach. Auch in unserem Gleichnis hier werden wir sehen, dass die Zuhörer sehr wohl verstanden haben, was Jesus meinte, aber dennoch durch ihre Selbstgerechtigkeit verhärtet blieben. Wenn wir uns einem Gleichnis zuwenden, ist es meistens hilfreich, Fragen an den Text zu stellen, damit wir nicht auf Abwägen geraten, damit wir nicht zu einer Fehlinterpretation kommen. Und gerade bei diesen Gleichnissen oder generell bei Gleichnissen kann es sehr schnell passieren, dass wir da Dinge übersehen und somit sie falsch deuten. Darum lasst uns jetzt erstmal den Text lesen aus Lukas 14, 15 bis 24. Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahls, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Bitte entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht,
Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen, Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu ihm, zu seinem Knecht: Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie, hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Und so lasst uns nun gemeinsam, wie ich schon angekündigt hatte, 4 Fragen an den Text stellen, bevor wir uns an das Gleichnis heranwagen. Um auch hier wieder von Jesus zu lernen, um zu schauen, wie verkündet er das Evangelium, wie gibt er es weiter. Und wir müssen gerade bei diesem Gleichnis etwas mehr Zeit für den Kontext verwenden, um es recht zu verstehen, bevor wir dann zu unseren 3 Punkten kommen. Die 4 Fragen: Gibt es Parallelstellen? Wo befindet sich Jesus? Zu wem redet Jesus? In welcher Situation befindet sich Jesus? Jeder, der ein bisschen sich mit dem Bibelstudium beschäftigt hat, weiß eigentlich um das Schlagwort, eins der wichtigsten, das heißt Kontext. Kontext ist King. Ja, und nicht in jedem Gleichnis ist es von gleicher Bedeutung, doch hier ist es entscheidend. Und daher wollen wir diese Fragen jetzt gemeinsam vorher durchgehen. Gibt es Parallelstellen? Und die meisten Bibeln haben ein Parallelstellenverzeichnis. Und da wird bei euch wahrscheinlich auch in der Bibel die Parallelstelle Matthäus 22, 2 bis 14 stehen. Das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Aus Zeitgründen werden wir es nicht lesen, aber kurz die Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede aufzählen. Wir sehen in beiden Gleichnissen, dass es ein Gastmahl ist. Es geht um ein Gastmahl. In beiden Gleichnissen werden Menschen eingeladen. In beiden Gleichnissen kommen die Gäste nicht und es werden andere eingeladen. Doch wir müssen zugeben, es gibt mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Und wir sehen zum Beispiel in Matthäus 22, da handelt es sich um eine Hochzeit und hier in unserem Gleichnis um ein Abendessen. In Matthäus 22 lädt ein König mit seinem Sohn ein und hier ist es ein reicher Mann. In Matthäus 22 werden Knechte gesandt, eine Mehrzahl. In unserem Gleichnis wird ein Knecht gesandt. In Matthäus 22 werden sie zweimal gesandt und unser Knecht hier wird dreimal gesandt. In Matthäus 22 verfolgen und töten die Eingeladenen, die Knechte des Königs. Und bei diesem Gleichnis bringen sie lediglich Entschuldigungen vor. In Matthäus 22 wurde der König nicht nur zornig, sondern er ließ durch sein Heer die Ablehnenden und die Mörder töten. Und hier holt der Reiche sich einfach andere Gäste. In Matthäus 22 ist Jesus bereits in Jerusalem und bei uns im Gleichnis ist er noch auf dem Weg nach Jerusalem. Und das Hochzeitsgewand aus Matthäus 22 fehlt bei uns gänzlich. Zweitens, wo befindet sich Jesus? Also hier können wir davon ausgehen, dass es hier nicht die gleiche Situation ist. Es sind unterschiedliche Situationen, von denen hier berichtet wird. Zweitens, wo befindet sich Jesus nun? Es gibt ja unterschiedliche Situationen, in denen Jesus lehrte, in denen er Gleichnisse erzählte. Manchmal war es in der Predigt, in Form von Predigt, manchmal auf der See, manchmal auf dem Berg. Vor wem spricht er hier? Er spricht hier vor einer Volksmenge oder vor Jüngern. Und so müssen wir uns jetzt den Kontext anschauen. Und in diesem Fall sind es die ersten 14 Verse des Kapitels, also die 14 vorangegangenen Verse, wo wir weitere Hinweise zu dieser Situation finden. Beginnen wir mit Lukas 14, Vers 1. Und da gehen wir den Text einmal so ein bisschen durch. Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen. Da beobachteten sie ihn. Also, wir können festhalten, er ist hier bei dem Obersten der Pharisäer zum Essen geladen. Das ist nicht irgendjemand, das ist High-End, das war die geistliche Elite. Dann sehen wir weiter in Vers 3, da finden wir einen weiteren Hinweis. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern. Also halt mal fest, er ist nicht alleine dort, sondern es sind weitere
Gesetzesgelehrte und Pharisäer anwesend. Dann gehen wir weiter in Vers 7. Da heißt es, er sagt aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten und sprach zu ihnen. Da waren also neben den Gesetzesgelehrten auch noch weitere Gäste anwesend, zu denen er in Gleichnis oder ein Gleichnis redete. Und dann Vers 12, da finden wir noch einen Hinweis. Da heißt es, er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte. Also sehen wir auch hier, dass der Gastgeber auch mit am Tisch saß. Also er ist beim Obersten der Pharisäer zum Essen eingeladen, es sind Gesetzesgelehrte und Pharisäer anwesend, es sind weitere Gäste zugegen und der Gastgeber selbst ist auch mit zu Tisch. So kommen wir zu der dritten Frage. Mit wem redet Jesus? Und hier kommen wir in unseren Text hinein, Vers 15. Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Es ist also einer der Gäste, die mit ihm zu Tisch zum Abendessen geladen waren beim Obersten der Pharisäer. Und sie saßen zusammen zu Tisch, oder man müsste eigentlich besser sagen, sie lagen zu Tisch, denn damals war es üblich, dass man zu Tisch lag. Und dieser spricht nun diese Seligpreisung aus. Und daraufhin heißt es dann in Vers 16, er also, Jesus, sprach zu ihm. Das heißt, Jesus reagiert auf die Seligpreisung des Gastes mit diesem uns vorliegenden Gleichnis. Und nun kommen wir zu der vierten Frage, die wir in den Kontext stellen wollen. Und diese ist enorm wichtig, um die Seligpreisung dieses Gastes, aber auch Jesu Reaktion darauf recht einordnen zu können. In welcher Situation befindet sich Jesus? In welche Situation hinein spricht er nun dieses Gleichnis? Und dafür ist es wichtig, diese Begebenheit, die dort am Tisch bei diesem Gastmahl geschehen sind, etwas zu beleuchten. In Vers 7 beobachtet Jesus die Geladenen, die zum Mahl kamen und sich ihre Plätze aussuchten. Sie setzten sich nicht demütig am Ende der Tafel, sondern jeder versucht, möglichst weit vorne einen Platz zu ergattern. Sie wollten alle die Ersten sein. Und Jesus beobachtet dieses Fehlverhalten und er konfrontiert sie mit einem Gleichnis, indem er sagt, wenn du zu einem Gastmahl geladen bist, dann setze dich weiter hinten hin, denn es wäre peinlich, wenn du weiter vorne sitzt und dann kommt jemand, der vornehmer ist als du und du musst Platz machen, weil für ihn dann der Platz geräumt werden muss. Aus Matthäus 23 wissen wir ja, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten es liebten, die vorderen Plätze einzunehmen. Sie taten ihre Werke, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie liebten es, Rabbi genannt zu werden. Sie waren stolz und selbstgerecht. Und daher weist er diese Gäste durch dieses Gleichnis zurecht. Und dann weiter ab Vers 12 hat er auch eine Zurechtweisung an den Gastgeber. Er sagt zu ihm, im Grunde genommen, schau dich doch mal um, wen hast du hier eingeladen? Es sind alles vornehme Leute, die dich mögen, mit denen du dich gut verstehst, von denen du vielleicht erwartest, dass sie sich bei den nächsten Wahlen wählen. Ja, es sind alles deine Kollegen, alles vornehme Leute. Wenn du aber wirklich etwas Gutes tun willst, wenn du wirklich etwas gut haben willst bei Gott, ja, denn sie glaubten ja an die Werksgerechtigkeit, dann lade doch zu diesem Gastmahl Krüppel, Arme, Lahme und Blinde ein. So wirst du glückselig sein, weil diese es dir nicht vergelten können, es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Er weist sie hier also zweimal zurecht. Die Situation ist eigentlich ziemlich angespannt. Und wie wir aus dem weiteren Kontext wissen, hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten keine so gute Beziehung zu Jesus. Wir wissen zum Beispiel aus Lukas 6, 7, da heißt es, dass sie ihm auflauerten, um ihn zu erwischen, ob er am Sabbat heilen würde, um eine Anklage gegen ihn zu finden. Und diese Aussage, die steht direkt im Anschluss an die Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand am Sabbat. In ihrem Herzen hatten sie eigentlich schon beschlossen, Jesus zu töten. Und darum kann man hier eher davon ausgehen, dass dieses Gastmahl hier eher ein Anlass ist, um Jesus zu versuchen. Und das am Sabbat und das womöglich unter vielen Zeugen, die sie ja brauchten.
Und das wird sehr deutlich, wenn wir Kapitel 14, 1 in dem Nebensatz lesen, wo es da heißt, da beobachteten sie ihn. Und was macht Jesus gleich zu Beginn dieses Gastmahls? Er heilt den wassersüchtigen Menschen. Sehen wir in Kapitel 14, die Verse 3 bis 4. Und auch hier, bei dieser Begebenheit, weist er sie scharf zurecht. Und da heißt es, sie konnten dagegen nichts antworten. Und nun kommen wir zu unserem Text. Doch diese ausführliche Beschreibung des Kontextes war nötig, um zu verstehen, dass es sich hier nicht um ein gewöhnliches, normales Gastmahl handelt, wie wir uns vielleicht so ein Gastmahl vorstellen. Ja, unsere Freunde, Familie, Bekannte sind da und wir feiern einen gewissen Anlass, lassen uns vielleicht kulinarisch etwas verwöhnen. Nein, es war kein gewöhnliches Gastmahl. Die Stimmung war hier wörtlich hochexplosiv. Und somit kommen wir zum ersten Punkt, eine falsche Selbsteinschätzung. Vers 15. Und da heißt es, als dieser Gast, der mit Jesus zu Tisch lag, dies hörte. Und was ist mit diesem dies gemeint? Worauf bezieht sich dieser Gast oder was hat er zuvor gehört? Und dazu lesen wir nochmal Vers 14. Da spricht Jesus zu dem Gastgeber, so wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Das heißt, Jesus thematisiert hier die Auferstehung der Gerechten, wo dieser Person dann erst vergolten wird, wenn er Menschen dazu einlädt, die es ihm nicht vergelten können, nämlich Lahme, Krüppel und Blinde. Und diese Seligpreisung, die greift dieser Gast auf und sagt, glückselig ist, wer das Brot im Reich Gottes essen wird. Und er sagt das hier nicht, weil er verstanden hat, was Jesus gesagt hat. Er hat Jesus nicht verstanden. Er geht offensichtlich davon aus, dass die Anwesenden mit ihm, die zu Tisch saßen, alle das Gastmahl schmecken werden. Er will damit sagen, wir werden bei der Auferstehung der Gerechten dabei sein. Und da gibt es gar keinen Zweifel, denn sie waren ja überzeugt, dass sie gerecht leben. Und es ist daher eher als Zuspruch anzusehen, oder wie es von ihm gemeint ist, eher ein Zuspruch. Er ignoriert praktisch die zwei liebevolle Zurechtweisungen Jesu und spricht diese Seligpreisung seinen Kollegen zu. So nach dem Motto, denn wenn jemand denn schon in das Reich Gottes einkommt, dann sind wir es. Wir werden ganz sicher dabei sein. Und das ist eine maßlose, überhebliche Selbsteinschätzung. Er macht hier den Eindruck, dass sie diese liebevollen Ermahnungen Jesu zuvor völlig in den Wind schlagen. Er ignoriert es und lehnt es ab. Sie nehmen es einfach nicht zu Herzen. Und direkt auf diese Aussage, auf diese Seligpreisung dieses Gastes, spricht Jesus nun dieses Gleichnis und er zieht ihm sozusagen den Zahn. Mit diesem Gleichnis reagiert er auf diese falsche Selbsteinschätzung oder Selbstgerechtigkeit des Gastes, der in seiner Selbstgerechtigkeit davon ausging, wir werden ganz sicher dabei sein. Und wir merken, dass bei diesem Gastmahl die Spannung steigt. Es ist kein normales Gastmahl, wo man sich einfach freut und etwa einen Anlass zu feiern hat. Und Jesus konfrontiert sie bei diesem Mahl mit seinem Fehlverhalten, mit deren Fehlverhalten und gibt ihnen allen, ja, sowohl den Gästen als auch dem Gastgeber und den Pharisäern und Schriftgelehrten, Gelegenheit, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu hinterfragen. Und anschließend kommt dann diese heftige Warnung. Weil er so begriffsstutzig war, dieser Gast, der diese Frage stellt und so selbstgerecht war, konfrontiert Jesus ihn mit diesem Gleichnis und korrigiert auf eine sehr drastische Art und Weise seine Überheblichkeit. Zweitens also, wer sich entschuldigt, wird schuldig. Und hier heißt es, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Wir wissen hier nicht den Anlass des Gastmahls, wir wissen aber, dass es ein großes Mahl war. Und es ist anzunehmen, wenn Jesus ein Gleichnis von einem großen Mahl macht, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer sehr wahrscheinlich an Jesaja 25, Vers 6 denken, wo Jesaja von diesem messianischen Mahl, von diesem Friedensreich spricht. Und nun sendet
dieser Gastgeber seinen Knecht aus, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und hier sehen wir den ersten Einladungsbefehl. Und hier müssen wir festhalten, dass es keine spontane Einladung war oder dass er die Gäste hier überrumpelt. Nein, allein dieser Ausdruck, um den Geladenen zu sagen, macht deutlich, dass sie bereits im Vorfeld geladen wurden. Sie haben womöglich sogar zugesagt. Denn das war damals eine Ehre, bei so einem Gastmahl geladen zu sein. Und so ein Fest braucht bekanntlich viel Vorbereitung. Und wie ich schon erwähnt hatte, hat ja unser Sohn vor 3,5 Monaten geheiratet. Und auch da musste man ja, weit im Voraus, Monate im Voraus planen. Wo findet die Hochzeit statt? Welches Essen soll es geben? Wer wird eingeladen? Die Eingeladenen bekommen eine Einladung Monate zuvor. Sie sagen zu, lehnen ab, wie auch immer. Das heißt, ein großes Fest braucht seine Vorbereitungszeit. Und damals musste man wissen, wie viele Ochsen, wie viele Schafe zu schlachten waren, um so ein Essen vorzubereiten. Das, was hier passiert, ist eher so eine höfliche Geste diesen vornehmen Gastes, dass er die Geladenen zu dem Mahl sogar abholt und sagt, kommt, es ist alles bereit. Und wo der Knecht diese Gäste dann abholen möchte, fangen sie dann an, einer nach dem anderen sich zu entschuldigen. Und vielleicht kennt der eine oder andere auch solche Situationen, man hat das Haus geputzt, hat Gäste eingeladen, hat sogar schon das Essen fertig, dann ruft ganz spontan der Gast an und sagt, tut mir leid, wir müssen ganz spontan absagen und dann nennt er den Grund. Und es gibt natürlich gute Gründe, um so eine Einladung auszuschlagen, wenn zum Beispiel der Sohn sich verletzt und nun ins Krankenhaus muss, etc. Hatten wir schon alles gehabt. Ja, aber lass uns mal schauen, was geben diese als Grund an. Der erste sagt, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Merken wir, wie absurd diese Ausrede ist? Wer von uns kauft heute ein Grundstück und schaut es sich nicht zuvor an? In den meisten Fällen kaufen wir ein Grundstück, weil wir eine Absicht damit haben oder ein Ziel damit haben. Eine Frage an vielleicht Geschäftsleute, die hier sind, das ist doch sicher nicht üblich, oder? Ja, keiner von uns kauft die Katze im Sack. Wenn wir ein Grundstück kaufen, um zum Beispiel ein Haus drauf zu bauen, und wir hatten das damals vor vielen Jahren, dann schaue ich mir einmal das Grundstück an. Ich schaue mir die Größe des Grundstücks an. Ich schaue mir die Lage des Grundstücks an. Und ich schaue mir an, welches Haus darf ich darauf bauen. Denn unser Bauamt ist eine Katastrophe mit ihren Vorschriften. Also da baut kein Bauträger gerne. Ja, da haben wir schon mal Gemeinsamkeiten, ja. Und man macht sich vorher Gedanken, bis man so einen Vertrag unterschreibt. Das war damals nicht anders. Und wenn wir als Landwirt Acker kaufen, dann überlege ich auch im Vorfeld, welches Acker kaufe ich, wie groß ist es, wie ist die Bodenbeschaffenheit, wie weit ist es vielleicht von meinem Hof entfernt, wenn ich es dann selber bebauen möchte und so weiter. Also wir merken, ziemlich absurd die Ausrede. Der zweite sagt, ich habe 5 Jochochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und wir merken, auch diese Ausrede ist genauso dumm wie die erste, denn er hat 10 Ochsen gekauft, denn ein Joch war ein Querbalken, wo 2 Ochsen gespannt wurden, die dann den Pflug gezogen haben. Und nun sagt er, muss er sie erproben? Was für ein Schwachsinn. Ja? Ich vermute mal, dass die wenigsten von uns Landwirtschaft betreiben, denn heute wären es dann eher Traktoren oder landwirtschaftliche Maschinen, die wir kaufen würden. Aber auf uns Otto-Normalverbraucher runtergebrochen wäre das so, wenn du nicht viel Geld hast und du kaufst dir einen Gebrauchtwagen und du schaust es dir nicht mal an und sagst, oh, kein Problem, nehme ich und versuchst dann erst im Nachhinein, wo der Vertrag unterzeichnet ist, die Probefahrt zu machen. Ja, das ist in der Regel nicht der Fall. Wir schauen uns den Innenraum, den Motorraum an, wir schauen uns eventuell die Roststellen an, wir machen eine Probefahrt, um zu schauen, ob der Motor gewisse Geräusche macht. Nehmen vielleicht noch einen Experten mit, der uns da beraten kann. Ja, weil wir nicht unbedingt mit weiteren Reparaturkosten belastet werden wollen. Auch hier wieder, wir kaufen die Katze nicht im Sack. Der Dritte sagt hier, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Wir sehen auch, dass diese Ausrede ziemlich fadenscheinig ist, denn auch im Orient gab es keine Blitzhochzeiten, auch da wurde meist viel gefeiert und viel länger, als wir es heute tun. Und
Was noch dazu kommt, nach dem mosaischen Gesetz war dieser Mann nun sogar ein Jahr lang vom Wehrdienst befreit und sollte sich eigentlich auf seine Ehe konzentrieren und hatte somit eigentlich auch noch Zeit. Ja? Das heißt, diese Ausrede ist fadenscheinig, weil wer nimmt nicht seine tolle Frau, die er gerade geheiratet hat, mit zu einem Gastmahl und präsentiert sie vielleicht? Ja, das wird jeder machen. Wir sehen hier also völlig absurde und lächerliche Ausreden. Und Jesus selbst hat diese Ausreden ja gewählt, um ihnen, den Pharisäern und Schriftgelehrten, zu zeigen, wie absurd und wie töricht ihre Ausreden waren. Sie waren es nämlich, die mit faulen Ausreden kamen und ihm vorbrachten. Sie lehnten den Messias ab, weil sie wussten, wenn sie ihm nachfolgen, wird es sie etwas kosten. Und daraufhin folgt nun die zweite Einladung oder der zweite Einladungsbefehl. Da nun der Knecht berichtet, dass die alle abgesagt haben, wird nun dieser zornig und schickt ihn schnell hinaus, damit das Essen nicht verdirbt. Der Gastgeber reagiert also auf diese absurden Ablehnungen und sagt zu dem Knecht, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen, Krüppel, Lahme und Blinden hinein. Und warum finden wir häufig die Lahmen, Blinden und Krüppel an den Straßen oder an den Plätzen der Stadt? Das war kein Zeitvertreib für sie, sondern das war zum Teil oder meistens die Lebensgrundlage, ohne die sie nicht über die Runden kommen konnten, wenn sie nicht bettelten. Und damit meint Jesus die Mitglieder der jüdischen Gesellschaft, die als minderwertig oder zeremoniell unrein galten. Wie zum Beispiel der wassersüchtige Mann, den er zuvor geheilt hat, in den Versen 3 bis 4. Gerhard Meyer schreibt in seinem Kommentar zu dem Lukas-Evangelium, dass in der kumranischen Gemeinschaftsregel Menschen, die gelähmt, hinkend, taub oder stumm waren, keinen Platz in der Gemeinde einnehmen durften. Sie waren vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Sie wurden also gemieden. Und diese Menschen, die in der Gesellschaft abgelehnt wurden, die nichts galten, die gemieden wurden, die ausgeschlossen waren, sollen nun dieser Knecht holen und sie zum Fest laden. Und das Wort, welches hier für Armen verwendet wird, ist dasselbe Wort, welches Jesus in der Bergpredigt bei den Seligpreisungen verwendet, wenn er in Matthäus 3 sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die geistlich Armen sind die, die nicht hoch von sich denken, die nicht selbstgerecht sind, die nichts vorzuweisen haben und sich dessen auch womöglich noch bewusst sind. Ganz im Gegenteil, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die viel von sich hielten, gerne die ersten Plätze einnahmen und überzeugt davon waren, dass sie den besten Platz im Reich Gottes sicher hatten. Denn sie haben ja alle Ordnungen und Gesetze, die sie sich aufgestellt haben, gehalten. Und diese Erklärung von diesem Abschnitt liegt auf der Hand. Das Volk Israel, besonders die geistliche Elite des Volkes, verwirft Jesus. Sie lehnen Jesus ab, so wie diese Geladenen aus dem Gleichnis. Das Volk Israel und besondererweise die religiöse Elite hat es nämlich versäumt, ihr Vertrauen ganz auf den Messias zu setzen. Sie vertrauten vielmehr ihrer eigenen Gerechtigkeit. Wie zum Beispiel in Lukas 18,11, da sehen wir ein Paradebeispiel, der Pharisäer, der bei sich selbst betet, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ja, und darum wendet Jesus sich zu den Armen, zu den Lahmen und den Blinden aus dem Volk Israel. Und eine ganz andere Reaktion sehen wir zum Beispiel ein paar Verse weiter, Lukas 18, Vers 13. Der von Ferne, der Zöllner, der in Lukas 18 von Ferne steht und aufgrund seines Schuldbewusstseins nicht mal die Augen gen Himmel emporhebt und sagt, schlägt sich an die Brust, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ja, das ist eine gesunde Selbsteinschätzung. Das sind die geistlich Armen, die nichts vorzuweisen haben. Sie baden nicht in ihrer Selbstgerechtigkeit. Und man muss auch sagen, dass es zu jeder Zeit einen gläubigen Überrest aus dem Volk Israel gab. Und diese wurden nun gerufen. Und nachdem diese gekommen sind, sagt der Knecht, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und darum geht der dritte Einladungsbefehl, geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde.
Bei dem zweiten Einladungsbefehl waren es die Gassen und Plätze der Stadt. Und hier soll er nun weitergehen, an die Landstraßen und Zäune. Und das ist ein Unterschied. Die Stadt, das gläubige Israel, der Überrest, die hat er eingeladen. Die Wege, Landstraßen oder auch Handelsstraßen ist ein Synonym für die Heiden oder auch für die Nation. Er soll nun außerhalb der Stadt Menschen einladen und sie nötigen, heißt es hier, was nicht zwingen bedeutet, wie es die römische Kirche annahm, um dann die Zwangsbekehrungen zu rechtfertigen. Es ist mehr ein werbendes Überreden oder ein Überzeugen. Und auch hier wird wieder deutlich, dass das Evangelium, dass diese Einladung nicht nur Israel galt, sondern der ganzen Welt, wie wir es bereits schon gesehen haben. Aber die Einladung galt zuerst den Juden, dann aber der ganzen Welt. Und somit finden wir in diesem Gleichnis eigentlich bildlich Apostelgeschichte 1, 8 wiedergegeben, wo Jesus die Reihenfolge der Verbreitung des Evangeliums nennt. Da heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und wir sehen, dass auch Paulus das genauso im Römerbrief verkündigt, zum Beispiel in Römer Kapitel 1, 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst den Juden, danach für die Griechen. Und weiter im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 führt Paulus das noch ausführlicher oder geht er ausführlicher darauf ein. Und das ist aber auch nichts, was jetzt im Neuen Testament plötzlich kam und im Alten Testament nicht bekannt war. Denn schon im Alten Testament haben die Propheten prophezeit. Ich lese zum Beispiel Jesaja 49, 6, wo nämlich der Messias als Knecht des Herrn verheißen wird, heißt es, ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist und die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis ans Ende der Erde. Und wie schon zuletzt in dem ersten Teil des Vortrages auch hier, wer, wenn nicht die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie hätten es wissen müssen. Es dürfte sie gar nicht überraschen. Darum wendet sich Jesus jetzt nun hier den Armen im Geist zu. Und darum wendet er sich auch den Heiden zu, weil sie in ihrer Selbstgerechtigkeit badeten. Und das ist auch der Grund, warum wir heute dieses Heil bekommen können, obwohl wir nicht zu Israel gehören. Wir dürfen hier auch nicht dem Missverständnis erliegen, dass wir sagen, die Heiden sind Plan B oder dass wir Heiden nur aufgrund der Verwerfung Israels jetzt gerettet werden. Paulus führt ja diese Argumentation in Römer Kapitel 9 bis 11 und sagt dann in Kapitel 11, Vers 11, ich frage nun, sind die denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie, die Israeliten, zu Eifersucht zu reizen. Das heißt, all das gehört zum souveränen Plan Gottes. Wir gehören nicht zu Israel und dürfen dennoch die Segnungen erleben, wie Gott es schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte den Menschen zugesagt hat. Ja, indem er Abraham zusagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Es geschah also, um das Volk Israel zur Eifersucht zu reizen. Und Paulus erklärt dann auch weiter bildlich, dass wir als ein wilder Ölzweig eingepropft sind. Es war also Gottes souveräner Plan vor Grundlegung der Welt. Und nun kommen wir zu dem letzten, aber sehr wichtigen Vers 24, der sehr wichtig und entscheidend für die Auslegung ist. Und Jesus sagt da in Vers 24, denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. So kommen wir zum dritten und letzten Punkt, das vernichtende Urteil. Beim flüchtigen Lesen dieses Gleichnisses gehen die meisten davon aus, dass dieser Vers noch zum Gleichnis gehört. Und in gewisser Hinsicht ist es auch so. Und in der Vorbereitung ist es mir persönlich auch nur sehr spät aufgefallen, dass es weniger zu dem Gleichnis gehört, sondern vielmehr ist es eine Auslegung des Gleichnisses von unserem Herrn Jesus selbst. Jesus beginnt zwar diesen Vers mit den Worten, denn ich sage euch, diese Phrase oder Redewendung kommt allein im Lukas-Evangelium mindestens 10-mal vor und immer als Einleitung
auf das Erklären seiner Gleichnisse oder seiner Reden. Und in dieser Aussage ist eine Dringlichkeit. Denn nach dem Ich sage euch steht ein Doppelpunkt. Das, was jetzt kommt, ist wichtig. Es ist von großer Bedeutung. Und was noch darauf hindeutet, dass es sich hier um die Auslegung des Gleichnisses handelt, finden wir in der zweiten Satzhälfte. Lass uns nochmal den Vers lesen. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Was Jesus hier macht, ist Folgendes. Er bezieht sich auf das Gleichnis, indem er sagt, dass keiner jener Männer, die geladen waren, und wendet es nun hier, indem er sagt, mein Mahl schmecken wird. Und damit ist er dann nicht mehr beim Gleichnis, sondern bei der Auslegung und Anwendung. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten war es glasklar. Sie haben verstanden, was Jesus damit sagen wollte. Sie haben Jesu Seligpreisung in Vers 14 verstanden, dass es hier um die Auferstehung der Gerechten geht, also wer nun tatsächlich dabei ist und wer nicht. Und deshalb spricht ja auch der Gast in seiner Überheblichkeit diese Seligpreisung aus. Glückselig ist, wer das Brot im Reich Gottes isst. Und das sagt er ja, nachdem Jesus sie schon dreimal, wenn wir diese Heilung des Wassersüchtigen dazu nehmen, ihnen dreimal die Gelegenheit gibt, sich selber zu reflektieren. Er sagt hier, erstens zeigt er ihre Sabbatgesetze auf, die nicht von Gott kommen, an den sie glaubten. Und da sehen wir, darauf konnten sie ihm nichts antworten. Zweitens zeigt er ihnen ihre Ehrsucht auf, ihre Selbstsucht. Sie wollen immer die Ersten sein und Jesus sagt ihnen, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und drittens zeigt er ihnen auf, indem er zum Gastgeber spricht und aufzeigt, wer wirklich glückselig ist, nämlich der, der die Lahmen, die Krüppel und die Blinden einlädt, die es ihm nicht vergelten können, ihn aber wird es vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Das heißt, diese drei Möglichkeiten der Selbsterkenntnis haben sie ignoriert. Sie lehnten Jesus ab, sie litten an einer maßlosen Selbstüberschätzung. Sie vertrauten auf ihre eigene Selbstgerechtigkeit. Und deshalb wählt Jesus dieses Gleichnis bewusst. Und deshalb wählt er bewusst solche absurde Ausreden und fadenscheinige Ausreden, um ihnen zu zeigen, wie absurd ihre eigene Selbstgerechtigkeit ist. Es ist völlig absurd, wenn jemand zu einem besonderen Gastmahl geladen wird und dann mit der Ausrede kommt, ich habe etwas gekauft, ich habe einen guten Deal abgeschlossen, ich kann jetzt nicht kommen. Jesus will ihnen damit sagen, dass ihr Vertrauen auf ihre eigene Gerechtigkeit genauso absurd ist wie diese Ausreden dieser Männer hier in diesem Gleichnis. Sie werden bei seinem Mahl nicht dabei sein. Und das ist für sie ein vernichtendes Urteil gewesen. Was sie hier in ihrer Selbstgerechtigkeit sagen ist, ich habe alles, um vor dem gerechten Gott zu bestehen. Wie anmaßend. Und deshalb macht Jesus diese drastische Aussage in Vers 24. Er sagt damit, ihr werdet bei meinem Mahl nicht dabei sein. Und das ist eine harte Rede. Wir verstehen hoffentlich die Dringlichkeit dieser Aussage Jesu. Selbstgerechtigkeit macht uns schuldig. Keiner jener Männer, die eingeladen waren, werden das Mahl schmecken. Und im Nachhinein wissen wir ja auch aus der Kirchengeschichte, dass aus der religiösen Elite nur sehr wenige Jesus tatsächlich folgten. Wir wissen von Nikodemus oder auch Paulus ist eine bekannte Persönlichkeit. Ansonsten waren es nicht viele von der geistlichen Elite, die Jesus wirklich nachfolgten. Und Paulus bringt diesen Punkt in 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 29, sehr treffend auf den Punkt. Er sagt, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um die Starken zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Das heißt, das Törichte, Schwache, Unedle, alles das, was verachtet ist und was nichts ist, hat Gott erwählt. Warum? Er sagt es hier auch gleich,
damit sich kein Fleisch vor ihm rühme. Dieser Überrest, was nichts ist, kam damals, und dieser Überrest, was nichts ist, kommt auch heute. Und das ist auch der Grund, warum wir in der Gemeinde so viele Streitigkeiten, so viele Spannungen haben, wo es so viel menschelt, Unzulänglichkeiten sichtbar werden und wir miteinander gegen diese Krankheit, Sünde kämpfen. Und in gewisser Hinsicht ist es auch normal. Und zum Schluss möchte ich noch auf zwei Anwendungen kurz eingehen. Es ist eine sehr dringende Warnung an alle, die an diesem Gastmahl teilnahmen, aber auch für uns heute. Und ich möchte anhand Jesu Vorgehen hier zwei praktische Anwendungen ableiten. Erstens, Selbstgerechtigkeit führt in den Tod. Denn keiner, der auf seine eigene Selbstgerechtigkeit vertraut, wird bei der Auferstehung der Gerechten dabei sein. Und Jesus macht es hier sehr deutlich. Jeder, der Jesu Einladung ablehnt, macht sich schuldig. Denn Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Selbstgerechtigkeit kann aber unterschiedliche Formen haben und sie kann auch zum Teil christlich daherkommen, indem man Gnade plus Werke predigt. Und diese Masche ist dem Teufels liebstes Werkzeug. In diesem Wissen ihrer guten Werke wiegen sich, wie schon zuvor erwähnt, viele Menschen in falscher Sicherheit und laufen aber geradeaus in die Hölle. Genauso wie die Schriftgelehrten und Pharisäer setzen sie ihr Vertrauen nicht auf Jesus. Und häufig, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, wenn man mit Menschen über das Evangelium redet, dann hört man solche Sätze wie, ich bin doch gar nicht so schlecht. Und dann fangen sie an aufzuzählen. Vielleicht sagen sie es nicht so deutlich, aber durch die Blume. Denn ich habe keinen umgebracht. Ich stehle nicht. Ich setze mich für andere ein. Einmal im Jahr spende ich sogar für Bedürftige. Ich bin doch im Betriebsrat. Ich helfe anderen. Eigentlich müsste Gott doch mit mir ganz zufrieden sein. Und ich hatte so ein Gespräch vor einigen Jahren auf der Arbeit. Wir messen uns an anderen und merken nicht, wie wir unsere eigene Gerechtigkeit aufstellen. Wie der Zöllner in Lukas 18. Der betete, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch dieser Zöllner da. Ja, Selbstgerechtigkeit ist tödlich. Denn eines Tages, sagt die Schrift, wird sich jedes Knie vor ihm beugen und dann zählt nur noch der Glaube an die rettende Gnade Gottes. Der Glaube allein. Und wir lesen in Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Nicht deine Werke, nicht deine eigene Gerechtigkeit, der Glaube allein reicht aus. Natürlich werden dann die Werke folgen, denn die Werke sind nicht die Bedingung für die Errettung, sondern die Folge der Errettung. Und zweitens können wir von Jesus lernen, nicht ängstlich zu sein, die Menschen wirklich mit der Wahrheit zu konfrontieren. Er hat hier bei diesem Gastmahl hat er sie mehrfach liebevoll konfrontiert. Er gab ihnen mehrfach die Möglichkeit, sich zu reflektieren. Doch ihre Herzen waren voller Selbstgerechtigkeit verhärtet. Wenn wir schauen, wie heute teilweise evangelisiert wird, dann stehen einem die Haare manchmal zu Berge. Versuch es doch mal mit Jesus. Lass ihn dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Oder du bist wertvoll und Jesus sehnt sich nach dir. Oder vielleicht auch, gib Jesus eine Chance. Seit wann gibt der Mensch Gott eine Chance? Jeder Mensch ist aufgrund seiner eigenen Gerechtigkeit bereits unter dem Gericht. Diese Art zu evangelisieren ist absurd und ist eine Verdrehung der Tatsachen und ist somit ein Betrug. Denn das ist Evangelisation, was Jesus hier in dem Text tut. Er schmiert ihnen nicht Honig um den Mund, er gibt ihnen eine klare Diagnose. Er sagt, Selbstgerechtigkeit macht dich schuldig und führt zum ewigen Tod. Sie werden bei diesem Mahl im Reich Gottes nicht dabei sein. Und das ist nicht lieblos. Ja, er konfrontiert sie liebevoll mit der Wahrheit. Ich würde behaupten, das Gegenteil ist lieblos. Wenn du jemanden kennst, der mit einer tödlichen Krankheit befallen ist, du kennst das Gegenmittel und du sagst es ihm nicht. Denn so verhalten wir uns häufig. Das ist lieblos. Und warum tun wir es häufig nicht? Warum konfrontieren wir häufig die Menschen nicht mit der Wahrheit?
Und da möchte ich mich genauso mit hineinnehmen. Ganz einfach, weil wir häufig die Menschen mehr fürchten als Gott. Es ist zu unbequem. Wir mögen es auch nicht, abgelehnt zu werden. Wir sind sehr harmoniebedürftig. Wir wollen uns vielleicht mit unseren Kollegen nicht verscherzen. Und wir wollen häufig Anerkennung. Ja, kurz gesagt, wir lieben uns selbst zu sehr. Und wir müssen uns den Ernst der Lage bewusst sein. Hier geht es nicht um Krebs, um Malaria oder um irgendeine Lungenentzündung, an der man sterben kann. Hier geht es um den ewigen Tod. Und daher dürfen wir heute von Jesus lernen, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Wir dürfen von Jesus lernen, auch mal liebevoll hart zu konfrontieren, wenn Menschen mit selbstgerechten Argumenten kommen. Und wir müssen uns, wie gesagt, nichts Neues ausdenken. Lass uns Jesus nachahmen. Amen. Ich möchte mit uns noch beten, lass uns dazu verneigen. Vater, unser großer Gott, wir danken dir, dass du so wunderbar bist, dass du in deiner souveränen Art alles bis aufs letzte Detail geplant hast, Herr, und dass wir aus deinem Wort lernen dürfen und dich immer mehr erkennen dürfen, wie du bist, wie du Menschen errettest. Herr, und so ist unser Wunsch heute, dass du uns aufrüttelst, dass wir uns den Ernst der Lage bewusst sind und somit wirklich unseren Nächsten sehen, die Leute konfrontieren und sie zur Buße rufen, gerade jetzt, wo wir sehen, dass deine Wiederkunft sehr nahe ist. Ja, und so wollen wir uns in dieser Freude und in dieser Zuversicht deiner Wiederkunft an die Arbeit machen und die Zeit, die uns noch bleibt, nutzen, um dein Evangelium weiterzugeben. Herr, ich bitte dich um Freimut, ich bitte dich um Nüchternheit, aber auch um viel Mut, dass wir da, wo du uns hinstellst, für dich leuchten, dass wir klare, liebevolle Hinweise auf dich sind. Herr, wir danken dir, dass du durch dein Wort uns ermutigst, aufrüttelst, ermahnen möchtest. Herr, und so danken wir dir für dein Wort, dass es bis in unseren Alltag hineinspricht. Und so ist unser Gebet, dass du auch die weiteren Vorträge, diese Veranstaltung, die Gespräche, eine segensreiche Zeit uns allen schenkst, damit wir ermutigt, auferbaut werden und dass deinem Namen alle Ehre gebührt. Amen. Amen.